Ich meine es jetzt wirklich endgültig ernst, weil ich möchte dich nicht verlieren. Thema jetzt. Verrat. Warum nutzt du meine Liebe aus? Ich liebe dich immer noch. Interessiert mich aber nicht. Ich liebe dich aber nicht mehr. Sie will mich einsperren. Sie dachte, ich bin ihr Hund. Ja, schnelles Geld. Hier und da. Aber schnelles Geld kann sie auch anders haben. Du sollst mich nur endlich in Ruhe lassen. Also ich will dir heute sagen, dass du dich entweder für deinen Job oder für unsere Freundschaft entscheidest. Aber er muss mir halt also wirklich beweisen, dass er sich ändert. Du hast nichts mehr gemacht, gar nichts. Was willst du deinem Sohn später erzählen? Mal ganz im Ich erzähle ihm, dass ich eine Hunotte bin. Ganz einfach. Hallo, schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich. Es wird sicherlich heute ganz spannend werden, denn es geht um das Thema Verrat. Warum nutzt du meine Liebe aus? Und Dankeschön. Und mein erster Gast heute ist die Jill. Und Jill, wir reden heute über deine Beziehung, wir reden über Assis. Du erwartest ein Kind von ihm? Ja. Ja, wie weit bist du? Im dritten Monat. Mhm. Aber ich habe schon eine Tochter mit ihm. So, das heißt also, ich höre, ihr seid schon länger zusammen, ihr habt eine Familie, ihr erweitert die Familie. Welche Schwierigkeiten gibt's? Ja, ich denke, er betrügt mich. Wie kommst du darauf? Ja, weil er immer nach Hamburg fährt und dann sein Handy ausmacht, nicht nach Hause kommt. Aha. Ihr wohnt also nicht in Hamburg? Nein, in Pinneberg. Oh, da bin ich groß geworden. Bei Hamburg. Ja gut, das heißt, er fährt nach Hamburg, er fährt dahin, um zu feiern, oder? Ja, auch zu seinem Freund. Mhm. Und du sagst, er macht sein Handy aus? Ja. Warum denkst du, tut er das? Ja, er hat schon mal zu mir gesagt, wenn er sein Handy ausmacht, dann ist er mit anderen Mädchen. Ja. Fragst du ihn denn dann, also wenn er dann wieder einen Abend weg war, Handy war wieder aus, sagst du dann, pass auf, Assis, du warst mit einer Mädels unterwegs? Ja, aber er redet gar nicht erst mit mir. Wie, er redet nicht mit dir? Ja, er will nicht mit mir darüber reden. Aber was, er muss sich ja irgendwie verhalten, wenn du ihn konfrontierst und wenn du hingehst und sagst, so, ich bin sauer, was war gestern Abend, wo warst du, was sagt er denn dann? Gar nichts. Wie gar nichts? Er kann ja nicht einfach... Er sagt einfach immer, lass mich in Ruhe. Das ist aber kein netter Umgang. Ja, aber so redet er mit mir. Und wieso lässt du dir das gefallen? Ja, ich weiß es nicht. Beleidigt er dich? Nein, ab und zu ja. Was sagt er? Aber auf Arabisch. Und das verstehst du dann nicht, nämlich. Sprichst du Arabisch? Nein. Okay. Also du hast keine Ahnung, ob er dich beleidigt oder was er dann sagt, ja? Doch, ein, zwei Wörter verstehe ich. Egal, in welcher Sprache sowas gesagt wird, das ist immer ein ziemliches Zeichen von Verachtung. Und es ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand gar keinen Respekt vor seinem Partner hat, finde ich. Ja, er redet ja nicht mal wirklich mit mir. Ja, vielleicht habe ich hier ja jetzt eine Chance, dass er mir irgendwas sagt. Aber ich meine, dann beschreib mir mal ein bisschen eure Beziehung. Also ich verstehe, es gibt Konflikte, ich verstehe, er entzieht sich ein Stück weit. Aber ihr müsst ja, ich meine, du bist schwanger, das ist ja nicht vom lieben Klapperstorch vorbeigebracht worden, das Kind. Ne? Also irgendwie wart ihr ja auch noch mal lieb miteinander, oder? Ja, das zweite Kind war ja nicht gewollt. Also ist passiert. Ein Unfall. Ja. Aber der Sex, der war doch gewollt, oder? Ja, der ja. So, also damit es Sex zwischen euch gibt, muss es doch auch mal ein freundliches Wort geben, oder nicht? Bei ihm nie. Ist er nie nett zu dir? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Ist so. Meinst du das ernst? Ja. Wieso bist du mit ihm zusammen? Weil ich ihn liebe. Wie kannst du jemanden lieben, der dich schlecht behandelt? Ja, keine Ahnung. Wie kannst du jemanden lieben, der offensichtlich dich da nicht liebt? Ja, deswegen, ich will einen Test von ihm, ob er mich überhaupt liebt. Ich hole ihn mal dazu. Ich will mal von ihm hören, warum er sich so komisch benimmt, ja? Und ob du das jetzt gerade zu sehr überzeichnest oder ob es wirklich so drastisch ist. Also, hier ist Assis. Du Assis, wieso redest du denn so schlecht mit ihr? Ich rede mit sie normal. Sie redet mit mir jedes Mal so scheiße. Am Telefon. Also sie sagt, ihr redet eigentlich per se gar nicht miteinander? Doch, wir reden. Aber offensichtlich nicht viel. Und wenn ihr redet, auch überhaupt nicht nett. Ja, also gelegentlich beschimpfst du sie wohl auch auf Arabisch? Also, nee, nicht. Wieso sagst du denn sowas zu ihr? Ich weiß es nicht, wenn sie jedes Mal auch mich beleidigt und so. Stimmt es? Ja, wenn er mich beleidigt, beleidige ich ihn zurück. Aha, also ihr seid sozusagen in so einem Kreislauf. Man weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber ihr habt auf jeden Fall keine netten Worte mehr füreinander übrig. Richtig. Aber das muss doch beide tödlich nerven. Wenn man niemals von dem anderen hört, Mann, du siehst toll aus heute oder ich bin so froh, dass ich dich habe oder ich liebe dich ganz doll oder irgendwie sowas. Sagt ihr sowas? Ja, ab und zu, aber ganz selten. Wann habt ihr das letzte Mal was Nettes dieser Art gesagt?
Oh, gute Frage. Vorgestern oder so war das. Ja? Glaube ich. Was hast du denn da gesagt? Ja, ich habe dir gesagt, ich liebe dich über alles, mein Schatz und so. Aber sie wacht. Stimmt es? Hat er das gesagt? Ja, ab und zu sagt er das. Okay, das klingt ja schon wieder ganz anders, ne? Aber sie macht weiter Scheiße. Nur Stress macht's. Weil sie beschreibt das Ganze so, als wärst du also notorisch unfreundlich ihr gegenüber, sehr kühl, sehr distanziert und vor allen Dingen, es hört sich auch so an, als würdest du immer abhauen, Telefon ausstellen und mit irgendwelchen Mädels rumhängen. Ja, ist normal. Wenn sie mich nervt, die ganze Zeit, sie ruft mich an, gleich beleidigt. Wo bist du? Du musst jetzt sofort herkommen und so weiter. Ich sag, nee, ich ruf dich gleich zurück. Muss sie in 5 Minuten, 3 Minuten nochmal anrufen. Und das nervt mich. Da muss ich mein Handy ausmachen. Also entscheidend ist, und das ist doch eigentlich das, worum es geht, eure Kommunikation ist sehr schlecht. Ja? Also ihr redet nicht viel miteinander, ihr redet nicht nett miteinander. Sie kriegt von dir nicht mehr das Gefühl, dass du sie liebst. Und du sagst ja auch ganz klar, sie nervt mich. Ja? Ich schotte mich ab, ich stelle das Telefon aus und mache mich vom Acker, damit ich meine Ruhe habe. Und da frage ich mich natürlich, okay, warum? Was macht sie? Wieso drängt sie dich so in die Ecke, dass du dich so rausziehst? Ja? Also ich probiere so Ursache-Wirkung zu verstehen. Ganz konkret, was möchtet ihr heute? Ja, ich will endlich Gewissheit haben, woran ich an ihm bin. Weil das nicht so weitergeht. Das heißt, du vertraust einem Lügendetektor-Test, weil den wolltest du haben. Ja. Den vertraust du mehr als ihm, wenn er dir sagt, ich liebe dich. Richtig. Tembré. Richtig. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gucken es uns einfach an, denn du hast dich, Assis, dem Test gestellt. Richtig. Ja, und wir haben auch ein paar Ergebnisse bekommen. Und wie wir damit umgehen, oder wie ihr damit umgehen wollt, das gucken wir uns danach an, okay? Okay. Also, hier kommt dein Ergebnis, Assis. Also, die Fragen, die du gerne gestellt haben wolltest, Jill, sind folgende. Liebst du deine Tochter Samira? Ja. Eure Tochter ist das, ne? Richtig. Du hast mit Ja geantwortet? Ja. Lüge oder Wahrheit? Liebst du sie wirklich? Dein Ergebnis, Assis. Jill fühlt sich von dir manchmal abgelehnt und unter anderem, das hat sie hier noch nicht gesagt, aber ich weiß, dass es so ist, hast du die Sorge, dass er dich vielleicht zu dick finden könnte? Ne? Ich glaube, eine typisch weibliche Überlegung immer, ne? Also die Frage ist wirklich, findest du, dass Jill zu dick ist? Das geht eigentlich. So dick als sie auch nicht. Es geht eigentlich? Du bist doch Araber. Ich dachte, ihr mögt das, wenn da was dran ist. Aber sie war früher nicht so. Also, findest du sie jetzt... Findest du sie jetzt... Sie ist übrigens schwanger, hast du schon noch im Kopf, oder? Ja, klar. Ja? Man darf ein bisschen dicker werden, wenn man schwanger ist. Man darf sogar viel dicker werden, finde ich. Okay, wir haben dich das gefragt, du hast uns eine klare Antwort gegeben. Findest du, dass Schild zu dick ist? Und du hast gesagt, nein. Schwangerschaft ist nochmal ein anderes Thema vielleicht, aber was dich ganz allgemein betrifft. Und das hier kam dabei raus. Eine Trennung zwischen euch beiden und ich glaube, während dieser Trennungszeit hast du, Assis, Sex mit einem anderen Mädel gehabt, ne? Das ist aber eine ausgesprochene Sache zwischen ja, euch beiden. Ich war ja auch mit meinem Ex-Freund da noch zusammen, also wo wir uns 3 Monate nicht ja, gesehen haben. Ich sag ja gerade, ich will es nur einmal für den Zuschauer auch verständlich machen, damit die nächste Frage sich erklärt. Okay. Ja, weil ich frage, hast du mehr als einmal Sex mit einem anderen Mädchen gehabt, seitdem du mit Jill zusammen bist? Ja, da würde sich ja sonst jeder fragen, sowieso mehr als einmal, was war denn da? Einmal ist klar, habe ich nicht weiter thematisiert, aber ihr wisst warum, was da passiert ist. Aber gab es ein zweites Mal? Oder ein drittes Mal? Und du hast da gesagt, nein, es ist nichts weiter passiert. Lüge oder Wahrheit? Wir wollten wissen, liebst du Jill von ganzem Herzen? Und da sind wir eigentlich bei der Frage angekommen, die dich eigentlich am meisten wurmt. Und wir wollten wissen, liebst du Jill von ganzem Herzen? Und da sind wir eigentlich bei der Frage angekommen, die dich eigentlich am meisten wurmt. Er hat mit Ja geantwortet.
Assis, und das hier kam bei dir raus. Ich wusste das. Tja, ich hab's mir gedacht, ehrlich. Ja, dass du mich nicht liebst. Wir haben nicht gefragt, liebt er dich ja oder nein, wir haben gefragt, ob er dich von ganzem Herzen liebt. Das ist ein Unterschied. Ja, oder so. Ja, nee, es ist ein Unterschied. Mhm. Ja, wir haben nicht gesagt ja oder nein. Gefühle lassen sich nicht hundertprozentig zuordnen. Aber ganz klar ist, und dafür hättest du den Test nicht gebraucht, irgendwas stimmt nicht. Weil wenn das Gefühl 100% richtig wäre, würde er dich doch auf Händen tragen, oder? Stimmt. Richtig. Also Assis, frage ich dich, was ist falsch? Was fehlt? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Fühlst du dich eingeengt? Auf jeden Fall. Er sagt ja immer, sperr ihn ein. Ja, normal. Sie will mich einsperren. Sie dachte, ich bin ihr Hund. Sie sagt, du musst nur zu Hause sitzen, darfst du nicht mehr zu dir Nachbarn. Nee, ich habe gesagt, er soll einen Tag zu Hause bleiben. Einen Tag kann er nach Hamburg fahren wegen seiner Kleinen. Also man muss eine Sache sagen, du bist noch jung, Assis, oder? Wie alt bist du? Ich bin 22. Also es ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, das ist ein typischer Konflikt bei jungen Eltern oder Eltern von kleinen Kindern. Ja, es ist natürlich auch eine harte Nuss. Auf einmal muss man zu Hause bleiben, man trägt Verantwortung, man kann nicht so frei rumrennen, schalten und walten, wie man es vielleicht gerne wollen würde. Ja? Ich glaube, viele Paare haben Konflikte über solche Themen. Aber, Assis, du hast dich entschlossen, Vater sein zu wollen, zum zweiten Mal sogar. Das heißt, du hast dich auch bewusst für die Verantwortung entschieden. Dann musst du die auch tragen, auch wenn es manchmal nervt. Also ich will, dass er sich ändert, dass er mehr zu Hause ist, mit der Kleinen auch spielt und alles. Und nicht nur zu seinem Kollegen fährt. Er bleibt ja auch da und schläft da 4 Tage oder so. Habe ich keine Lust mehr drauf. Stimmt das? 4 Tage? Ja, wenn ich nach Hause komme und sie will mich mit meiner Klamotten rausschmeißen aus der Wohnung und alles, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich sage, weißt du was, ich gehe jetzt zu Kollegen. Okay, aber also ich denke, es geht nicht 4 Tage wegzugehen, kommentarlos. Das kann ich man nicht. Weiß, aber sie macht das, sie macht nur Stress. Na komm, Assis. Was kann ich für? Wenn sie nur Stress macht, dann muss ich abhauen. Ganz ehrlich, weißt du, was ich machen würde, wenn mein Göttergatte einfach mal 4 Tage sich unangekündigt verpieseln würde? Da würde aber haha, ho, ho, ho. Und umgekehrt glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja, also so geht's nicht. Ihr müsst euch zusammensetzen und ihr müsst einen Plan entwickeln, ein Konzept. Ja, wo kommt jeder zu seinem Recht und wo kann aber auch jeder seine Pflichten einhalten? Ja, ich hoffe, dass ihr es schafft. Ich wünsche euch viel, viel Glück. Dankeschön. Ja, vor allen Dingen hier auch für Baby Nummer 2. Ne? Danke. Alles Gute. Danke. Okay.